Dritte Folge Telekom Weihnachtsquiz hier beim HSV. Es steht 1:1 und heute haben wir sie, die ultimative Kategorie Geschenke. Dramatische Musik und genauso dramatisch ging es bisher in den ersten beiden Folgen zu. 1:1, das ist der Spielstand. Wir starten direkt wieder mit euch durch mit Geschenken. Müsst ihr euch doch eigentlich auskennen. Hier ist die erste Frage. Über welches Geschenk hat sich Bobby als Kind besonders gefreut? A. Ein ferngesteuertes Auto. B. Ein Game Boy Color. Oder C. Ein Trikot von Ronaldinho. If it were from Ronaldo, I would say 100% C. But ja. Das könnte eigentlich halt alles sein, ne? Aber weil wir hier unterwegs sind, oder? Ja. Hä? Bei Bobby schon, oder? Ja. Her mit euren Antworten in 3, 2, 1 und bitte. C, ein Trikot von Ronaldinho, ein Trikot von Ronaldinho. Kurz und schmerzlos, Bobby hatte da offensichtlich noch nicht viel mit Fußball am Hut. Es war ein Gameboy Color, so einfach geht's. 0:0, macht aber nichts. Zweite Frage, mehr Glück vielleicht für euch. Wer freut sich schon am 4. Advent über Geschenke? Matteo Rapp, Bakary Jatta oder Mario Vuskovic? Matze, glaube ich nicht, Anna. Wenn ihr eure Antwort habt, probiere ich euch nochmal zu verunsichern. Wer freut sich schon am 4. Advent über Geschenke? Müssen ja nicht zwingend Weihnachtsgeschenke sein. Kann auch was anderes sein. Ach so. Warte mal, ist nicht wie ein Geburtstag. Hochzeitstag oder so. Wie sieht's denn mit euren Antworten aus? Ich hätte sie gern in 3, 2, 1. Hallo, C. Hallo. Oh, und Antwort C, Mario Vuskovic. Ich finde es unglaublich beeindruckend. Vielleicht solltet ihr an einen Tisch einfach gehen und dann spielt ihr gegen mich. Dann würde ich nämlich wahrscheinlich gewinnen, denn es ist falsch. Die richtige Antwort ist Antwort A. Matteo Rapp. Der Geburtstag. Der hat nämlich Geburtstag, ja. Gut, dass ihr es im Nachhinein wisst. Wir haben gedacht, Mario hat Geburtstag. Das ist zumindest ein Argument, das lasse ich gelten. Halber Punkt, falls es nachher eng werden sollte. Kleiner Spaß. Frage Nummer 3. Welches besondere Weihnachtsgeschenk hat Tim Leibold alias Leibe von seinem Opa direkt aus dem Kanada-Urlaub mitgebracht bekommen? A. Eine Fellmütze. B. Einen Eishockeyschläger. Oder C. Einen Grizzlybär als Kuscheltier. Wichtiger Zusatz. Hätte sonst Probleme geben können. Im Flugzeug, am Zoll, im Taxi auf dem Weg nach Hause. So ein Grizzlybär auf der Rückbank. Eishockeyschläger. Yeah, Eishockeyschläger ist ein bisschen groß, ne? Hä? Wie sind sie zurückgefahren? Mit Flieger. Eishockeyschläger Sperrgut, oder nicht? Her mit euren Antworten. Ihr seid soweit. Ferro, Mo, wie sieht's aus? Noch nicht sicher. Das ist insgesamt so bisher gewesen, hatte ich den Eindruck vor euren Spielen, aber. Komm, wir machen Dings. C. Hm? C und so, B. Auf geht's, Jungs. Komm, Antwort in 3, 2, 1. Antwort B, Antwort C. Ich sag A oder B. A oder B. Nee, ich kann schon mal sagen, dass ein Team einen Punkt kriegt. Aber alles andere soll euch Leibe selbst verraten. Mein Opa hat mir aus Kanada damals einen Hockeyschläger mitgebracht. Mein Bruder natürlich auch einen. Warum? Wissen wir nicht, wie er den nach Deutschland bekommen hat, wissen wir auch nicht, aber wir waren damals ziemlich glücklich, dass er zwei im Gepäck hatte. Es ist der Eishockeyschläger. Stark, stark. Schade. Aber vielleicht schenke ich euch beiden Grizzlybär als Kuscheltier. Kann man sich bei Leibe vorstellen, dass er das Ding mit nach Hause nimmt, oder? Das stimmt. Eigentlich, das stimmt. Ja. Eishockeyschläger nicht, aber der Punkt geht an euch. Was für ein Punktestand haben wir denn überhaupt? Seine aufgepasst? Führen. Ihr führt. Wir das führen, ist die Hauptsache. 1:0. 1:0, ja. Das war der erste Punkt. Meine Güte, ey. Willkommen, willkommen. Dass wir das als Quizshow verkaufen, ist ja Wahnsinn. Wer aus der Mannschaft kann laut Sonny und Lazzi am schönsten Geschenke einpacken? Moritz Heyer ist die Antwort A. Jonas Meffert ist die Antwort B. 100%.
Sebastian Schonlau ist die Antwort C, aber es geht ja gar nicht darum, ob es stimmt, sondern was Sonny und Latzi denken. Insofern. Warum 100%? Bisschen verunsichern. Achso. Oh, ihr wart euch schnell einig diesmal? Okay, wunderbar. Der kann auch gut Wäsche falten, deswegen wissen wir auch, dass er gut Geschenke einpackt. Dann freue ich mich jetzt sehr auf eure Antwort. See. Okay. So Jungs, wie sieht's aus? Geschenke einpacken? Oh, Captain. Schöne Schleife drumherum, müsst ihr bei eurer Antwort nicht machen. Ihr müsst sie einfach nur in die Kamera halten. Bei 3, 2, 1 und bitte. Antwort B, Antwort C. Und die richtige Antwort ist wenn jetzt A kommt. C. Ah. Sebastian Schonlau. Der kann doch nicht alles können, Mann. Während Jonas Meffert noch Wäsche faltet, ist Basche schon beim Geschenke einpacken. Ihr habt's gewusst. 2-0 für euch. Aber wir spielen die letzte Frage trotzdem noch durch. Dieser Punkt geht aber schon mal an euch. Letzte Frage. Über welches Geschenk hat sich der Trainer als Kind überhaupt nicht gefreut? A. Einen Schuhanzieher. B. Einen Briefbeschwerer. Oder C, eine Krawatte. Als Kind. Schuhanzieher wollte ich gerade. Briefbeschwerer auch nicht, oder? Was kriegst du als Kind? Ja, eher, ich glaube eher Dings. Eher das. Ja, ne. Wenn eine Krawatte als Geschenk wäre. Ich würde doch lustig finden und so überziehen und so. Mir fällt gerade ein, der Trainer hat mir das in unserem letzten Adventskalender, findet ihr hier auch auf YouTube, könnt ihr nochmal reingucken, hat er mir das erzählt. Und da haben wir natürlich geschickt direkt eine Frage daraus gemacht. Mal gucken, ob ich es noch weiß. Aufpassen, Ferro guckt, glaube ich, echt immer nach. Kann er machen, ist kein Problem, weil hier ist noch eine komplett andere Frage. Aber ich habe sie alle auswendig gelernt, deswegen kann ich direkt in die Kamera gucken und euch die uns Fragen... Antworten waren auch bisher so richtig. Deswegen. So, dann mal her mit euren Antworten. 3, 2, 1, Tim weiter. Als Kind, was hat er da geschenkt bekommen? Wir sagen Krawatte. Okay, ja, achso. Dreh dir mal um. Wunderbar. Einen Schuhanzieher. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist es ein Briefbeschwerer gewesen. Damit habt ihr beide leider keinen Punkt. Bei euch würde ich sagen, halb so wild, macht nichts, denn ihr habt die dritte Folge gewonnen. Und die famose Aufholjagd von euch aus den letzten beiden Folgen ist diesmal nicht geglückt. Passiert aber vielleicht in Folge 4. Diesmal habt ihr nicht gewonnen. Wer aber bei uns immer gewinnt, sind unsere Fans. Und deswegen gibt es wieder ein Trikot. Das kommt wieder vom Gewinnerteam. Stark. Wenn ich habe nochmal raufgeguckt, damit ich keinen Mist erzähle. Kannst du einmal gerne hochhalten in die Kamera. Das gibt's zu gewinnen. YouTube-Kanal abonnieren und dann drunter in die Kommentare schreiben, was war euer schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Renzi, was war es bei dir? Weißt du es noch? Keine Ahnung. Nur tolle Sachen bekommen. So gehört sich das. So wie ihr das Trikot. Also einfach fleißig kommentieren.